West-Berliner können nicht an den Bundestagswahlen teilnehmen. Das ist die Regel, meine Damen und Herren, aber keine Regel ohne Ausnahme. Die Ausnahme bilden zwei Personenkreise. Einmal diejenigen West-Berliner, die am 15. August 1965 mit einer Nebenwohnung in einer westdeutschen Gemeinde gemeldet waren, und natürlich auch die westdeutschen Facharbeiter, die hier in Berlin arbeiten, die ihren Hauptsitz in einer westdeutschen Gemeinde haben, ihren Nebensitz hier in Berlin. Das ist allgemein bekannt. Beschäftigen wir uns aber zunächst einmal mit dem ersten Personenkreis, mit Westberlinern, die ihren Nebensitz drüben in einer westdeutschen Gemeinde haben. Herr Regierungsdirektor Magen, was haben Sie zu tun oder was haben Sie vielleicht schon bisher versäumt, um von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen? Voraussetzung für diesen Personenkreis war, dass sie bis zum 15. August drüben mit Nebenwohnung gemeldet waren. Und das Gesetz schreibt vor, dass sie automatisch dann auch in die westdeutsche Wählerliste eingetragen werden müssen. Wir haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass eine Reihe von Gemeinden von dieser Ausnahmeregelung für Berliner keinen Gebrauch gemacht haben und den betreffenden Personenkreis auch nicht in die dortige Wählerliste eingetragen haben. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, dass die Personen, die Interesse daran haben, an der Bundestagswahl teilzunehmen, von ihrem Recht der Einsichtnahme in die Wählerliste Gebrauch zu machen. Die Wählerlisten liegen drüben in Westdeutschland vom 29. August bis zum 5. September aus. Es genügt, wenn ein Bevollmächtigter für den in Berlin ansässigen, drüben mit Nebenwohnung gemeldeten die Wählerliste einsieht. Daneben haben die meisten westdeutschen Gemeinden auch bis zum 28. August sogenannte Benachrichtigungskarten versandt für die Personen, die bei Ihnen in der Wählerliste stehen. Die Karten sind in der Regel an die westdeutschen Adressen gegangen. Es müsste sich also der Berliner darum kümmern, ob an seine westdeutsche Adresse so eine Karte geschickt worden ist. Stellt er nun fest, dass er nicht in die Wählerliste eingetragen ist, dann kann er bis zum 5. September schriftlich bei der westdeutschen Gemeinde Einspruch dagegen einlegen, dass er, trotzdem er bis zum 15. August drüben gemeldet war, nicht in der Wählerliste steht. Diesem Einspruch müsste stattgegeben werden. Nun werden diejenigen in West-Berliner, für die das zutrifft, ihr Wahlrecht nicht am Ort ihrer Nebenwohnung ausüben wollen und auch nicht können, Herr Regierungsdirektor Magen. Für diese Wähler gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Voraussetzung ist jedoch, dass sie sofort bei der westdeutschen Gemeinde schriftlich einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines stellen. Sie können diesen Antrag auch durch einen Bevollmächtigten, der drüben ist, stellen lassen und angeben, dass sie mit Briefwahl wählen wollen. Dann bekommen sie den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen zugeschickt. Allerdings ist erforderlich für die Teilnahme an der Briefwahl, dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt, dass der Wahlberechtigte am Wahltage nicht persönlich in Westdeutschland wählt. Als wichtiger Grund wird also anerkannt, dass er hier in Berlin arbeitet, Studium absolviert, an einer Geschäfts- oder sonstigen wichtigen Reise hier in Berlin teilnimmt oder dass er aus Gesundheitsgründen sich hier in Berlin aufhält. Also ein wichtiger Grund muss vorliegen. Und dann bekommt man die Unterlagen zugeschickt. Der Wahlschein enthält eine eidesstattliche Erklärung, dass der Wahlberechtigte auch persönlich den Stimmzettel angekreuzt hat. Und die Briefwahlunterlagen werden mit einem sehr eingehenden Merkblatt versandt, sodass der Wahlberechtigte sich genau ansehen kann, was er zu tun hat. Ich darf das vielleicht mal erläutern. Er bekommt einen weißen Stimmzettel. Auf diesem Stimmzettel hat er mit zwei Kreuzen einmal den Wahlkreisbewerber anzukreuzen, das ist also die sogenannte Erststimme. Dann mit einem zweiten Kreuz kann er eine Landesliste ankreuzen, das ist die sogenannte Zweitstimme. Dann tut er diesen Stimmzettel in einen blauen Umschlag, verschließt diesen Umschlag mit einer amtlichen Siegelmarke, die er mit den Wahlbriefunterlagen übersandt bekommt, unterzeichnet dann diese eidesstattliche Erklärung und tut den blauen Umschlag mit dem Wahlschein und der eidesstattlichen Erklärung in einen roten Wahlbriefumschlag und versendet diesen roten Wahlbriefumschlag ohne
Marke, also portofrei, an die Westdeutsche Gemeinde. Dieser Wahlbrief muss spätestens bis zum 19. September 18 Uhr im Besitz des Kreiswahlleiters sein. Nun muss man ja also eine normale Postverzögerung berücksichtigen. Es empfiehlt sich also, diesen Wahlbrief rechtzeitig abzusenden, damit er nicht verspätet drüben ankommt.